Was geht ab, YouTube-Freunde? Hier ist euer Face wieder mit einer neuen Folge zu Deathloop. Wie ihr seht, befinden wir uns auch gar nicht im Menü, sondern direkt noch in der Mission, wo ich letztes Mal aufgehört habe, und zwar die Mission rund um Alexis. Und bevor wir anfangen, muss ich euch was beichten oder was sagen. Ich habe gegoogelt, ich habe mir die Lösung durchs Internet geholt. Ich erkläre euch auch ganz kurz warum, ohne jetzt mich da groß reinzureden oder besser gesagt auszureden oder rauszureden. Irgendwann ist gut. Ich habe jetzt die Mission mehrmals gemacht, mehrmals verkackt. Ich weiß einfach nicht weiter. Und meine Zeit zum Aufnehmen ist immer begrenzt. Und ich möchte euch auch mal ein bisschen Progress bieten. Bis ich etwas mal google, das ist jetzt auch nicht nur für YouTube, auch privat gemeint, dauert das schon ziemlich lange. Also es muss einiges schief laufen, dass ich irgendwann sage, komm, jetzt nimmst du dein scheiß Handy raus und guckst mal, wie man da echt weiterkommt. Aber ich bin auch transparent genug, um ehrlich mit euch über sowas zu reden. Das werde ich auch in Zukunft machen. Immer wenn ich irgendeine Lösung mir ergoogle oder durchs Internet irgendwie herausgefunden habe, sage ich das. Ich will mich auch nicht anders benehmen. Ich möchte mich eigentlich so zeigen, wie ich auch privat für mich alleine wäre. Klar, für mich alleine würde ich jetzt nicht die ganze Zeit reden. Und so mache ich das auch für YouTube. Das heißt, privat hätte ich auch schon gegoogelt. Ich bin einer, der gerne selbst Sachen herausfindet. Aber irgendwann ist dann so ein Punkt erreicht, wo ich dann einfach sagen muss, jetzt google das, weil, ja, also wie gesagt, ohne jetzt groß darüber zu reden, mein ganzes Leben besteht halt nun mal nicht aus Zocken. Ich habe auch nicht Zeit der Welt, um da jede Mission tausendmal zu machen, bis ich auf die Lösung komme. Vor allem bei solchen Spielen wie Deathloop ist ja das Problem, schaffe ich es wieder nicht, muss wieder einen ganzen Loop neu starten, und diesen Luxus hab und will ich auch gar nicht haben. Und deswegen, wie gesagt, bin ich transparent. Ich habe es mir gegoogelt. Es freut mich, dass die Lösung gar nicht mal so einfach ist, dass ich mir am Ende sage, okay, es hat sich gelohnt zu googeln. Wäre jetzt die Lösung so einfach, hätte ich mich vielleicht geärgert. Scheiße, das bin ich selbst drauf gekommen. Aber ich wäre auch nicht selbst drauf gekommen. Deswegen, wir starten jetzt mal mit der Folge und ich erkläre euch, wie das Ganze eigentlich aussehen muss, damit man das schafft. Viel Spaß mit der Folge. Genug gelabert. Wir beginnen jetzt. Also, Alexis Identität herausfinden kann man auf zwei Wegen tun. Der eine Weg ist, den ich jetzt hier nicht mache und nicht zeige, habe ich auch nicht ganz Brauche ich nicht. verstanden. Irgendwie hat Alexis so eine Lieblingsschokolade oder irgendwie sowas, und man muss sozusagen eine Maschine ausschalten, die diese Schokolade herstellt. Dafür gibt es dann so einen speziellen Weg, den ich sie schon gar nicht gefunden hätte. Und tatsächlich habe ich im Internet auch herauslesen können, dass das auch echt für viele etwas kompliziert war. Deswegen bin ich so ein bisschen erleichtert, dass ich nicht der einzige Blöde war. Wir machen nicht diesen Weg. Alexis hat sich dann gezeigt, er wäre verärgert, wäre dann in so eine Halle gekommen, die man dann auch erstmal aufsuchen muss. Wir machen nämlich den Weg, da sind diese Musik, diese DJ-Pulte, diese DJ-Pult-Geschichte wichtig. Und zwar das hier. Also dieser Ansatz war schon richtig. Und zwar, ich muss jetzt auch mal gucken, ob das jetzt überhaupt klappt. Jetzt sage ich euch zu dem Punkt, den ich sowieso selbst niemals herausgefunden hätte. Und zwar muss man am DJ-Pult, direkt wenn man die Mission beginnt, ohne was umzustellen, gucken, welche Reihenfolge hier angegeben ist. In dem Fall ist es 3, 2, 1, 4. Und diese Reihenfolge lässt man so stehen. Und eine Etage höher, beziehungsweise tiefer, gibt es genau denselben DJ-Pult nochmal. Und da muss man dieselbe Zahlenreihenfolge wieder eingeben, also 3, 2, 1, 4. Man merkt sich das, geht runter, 3, 2, 1, 4. Das ist übrigens in jeder Mission unterschiedlich. Wenn man das macht, dann hat man sozusagen die nächste Phase getriggert. Dann geht man sozusagen in die Haupthalle vom Anwesen und da erscheint dann irgendwann dieser Alexis, der dann irgendwie die Leute dazu animiert zu tanzen. Der wird dann irgendwie markiert und dann hat man die Mission geschafft. Wäre ich niemals drauf gekommen. Niemals. Ich hätte da rumgefummelt, bis ich irgendwann gecheckt hätte, es klappt irgendwie alles nicht. Also so oder so hätte ich mir das irgendwann ergoogelt, und ja, das war's. Das ist die Mission. Irgendwie komisch, finden viele kompliziert und wäre ich selber nicht drauf gekommen. So, jetzt sind wir hier im Anwesen angekommen, wie immer. Jetzt stellt euch mal vor, die Mission ist gerade neu gestartet. Gehen hier hin, lesen 3, 2, 1, 4. Jetzt eine Etage tiefer. Jetzt muss man selber kurz ein bisschen klarkommen. Eine Etage tiefer ist wohl noch ein Pult. Muss mal kurz hier einmal was gucken. Hier kann man irgendein Fenster aufmachen. So.
Und zwar eine Etage tiefer. Also denke ich mal hier. Genau, hier ist jetzt noch so ein Pult. Und da mache ich jetzt auch 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4. Nee. Ja, jetzt haben wir nämlich das Problem, dass ich wahrscheinlich in dieser Mission schon an dem Pult oben oder unten rumgespielt habe. Weshalb das nicht klappt. Also hätte ich das sowieso nicht schaffen können, weil man muss nämlich, wenn man die Mission startet, direkt gucken, in welcher Zahlenreihenfolge dieser DJ-Pult schon eingestellt war. Und dann muss man beide gleich einstellen. Jetzt habe ich hier 3, 2, 1, 4. Hatte ich vorher schon wahrscheinlich so ein bisschen rumgefummelt, klappt dann eh nicht mehr. Aber ich kann ja nochmal gucken. Vielleicht habe ich mich auch vertan. Ich gehe mal oben kurz gucken. Was hat jetzt nämlich nicht geklappt? Ja, komme ich da noch hoch? Ja, noch gut gerettet. Man muss nämlich gucken, wie es hier war. Ja, 3, 2, 1, 4. Ich weiß natürlich nicht, wie das vorher eingestellt war, ne? Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Okay, hätten wir eh nicht machen können. Aber, ganz ehrlich, wir zögern jetzt mal nicht lange. Wie komme ich hier raus? Ich will raus hier. Wie sehe ich denn überhaupt den Ausgang? Ich kann doch... ja, wie finde ich jetzt zurück? Ah. Jetzt habe ich auch noch Alexis getötet. Boah, das ist so stark mit dieser Tafelverbesserung. Er greift mich da an. Wieder einsetzen, ich sterbe gleich. Ja, ich sterbe. Boah, wie viele. Boah. Wie lange meine Verwüstung anhält. Krass. Ja, das war doch jetzt stark. Mein Gott, wie viele Gegner hier in diesem Anwesen einfach sind. Noch welche hier. Boah, was da alles rum. Also die Verbesserung für diese Verwüstertafel ist tausendmal besser. Darf ich mal in Ruhe looten, ey? Oh, wie lange das anhält. Alter. Ey, wie lange das anhält, das ist doch unglaublich geil. Boah, die Verbesserungen haben sich aber echt gelohnt. Viele Gegner kommen denn? Immer noch welche? Schieß doch jetzt endlich.
hier so einige. Also Sachen einsammeln. Hier sind noch ein paar Siegel. Und jetzt möchte ich zurück. Ist hier noch was? Ja. Hier liegt da noch irgendwas rum. Habt ihr irgendwas in der Nähe noch gehört? Keine Ahnung. Vielleicht war ich jetzt auch blind. Komme ich denn jetzt hier? Komme ich denn jetzt hier weg? Boah, der verbesserte Teleportsprung, der gefällt mir auch. Also ich glaube, das wird so mein Setup sein. Die Verwüstertafel, die Verwüstungstafel, dann das mit dem Teleport, mit dem Verbesserung, das gefällt mir. Ich glaube, die Kombo ist cool. Und ich werde jetzt was machen. Sand im Mund. Jetzt kommt ein neuer Tag. Ich werde jetzt mal was gucken. Also ich brauche nur den Morgen und den Abend brauche ich. Das weiß ich. Ja, das haben wir. Das haben wir. So, fangen wir mit Tafelverbesserung an. Anreichern. Ja, Waffensiegel. Oh, die brauchen wieder alle nicht. Opfern. Opfern, opfern. Blau brauchen wir sowieso nicht. Also einmal alles opfern. So, Tafelverbesserung haben wir nicht. Waffensiegel, persönliche Siegel. Da gibt es aber auch noch einiges anzureichern. Ja. Aber die habe ich doch alle. Was bringt mir das denn, die jetzt mehrmals anzureichern? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Okay. Dann opfern wir mal. Dann opfern wir mal. Für 30.000 kann ich jetzt anreichern. Ich gucke schon gar nicht mehr irgendwie. Aber hier ist aber auch echt viel. Auch wieder opfern. Ah, komm, die opfern wir mal. Ja. So, anreichern. Ich glaube, das reicht eh nicht mehr. 4.500, nee, reicht nicht mehr. Okay, neuen Tag starten. So, morgen. Und zwar morgens ist nämlich eine Sache wichtig. Erledigt, erledigt, erledigt. Und zwar ist morgens das hier wichtig. Irgendwas mit der Station. Energie umleiten, Funkstelle. Genau.
So, und bezüglich Alexis nochmal. Also ich habe gelesen, da hatte ich das aber schon leider vermutet, man soll in die Mission rein, in das Anwesen, alles bis dahin richtig gewesen, zum DJ-Pult direkt auf der oberen Etage gucken, Scheiße, in Frank welcher Lara. Reihenfolge der Nicht so Pult eingestellt wurde und eine Etage tiefer genau die gleiche Reihenfolge mit den Zahlen wieder machen. Mein Problem war, da war ich ja schon in der Mission. Ich glaube, ich hatte da schon ein bisschen mit der Einstellung rumgespielt, deswegen hat das nicht geklappt. Aber so soll das wohl klappen. Das testen wir jetzt auch abends. Ich gehe dann in die Mission rein und mache das dann direkt von Anfang an richtig. Ist halt dann jetzt eine Lösung halt ergoogelt, sage ich jetzt mal, aber musste sein. Also das habe ich jetzt halt, alles erklärt und der musste einfach sein. Bin ich hier überhaupt richtig? Ich bin hier natürlich nicht richtig. Was tickt hier denn so? Ah, ich bin hier falsch, ich bin hier falsch. Nicht schießen. Ich war da eh falsch. Hier bin ich richtig. So, umleiten. Muss das mit den Generatoren wieder machen? Haben wir wieder keinen Strom? Ach, die muss ich auch wieder. Keine Energie. Okay, ich muss das jetzt mit den Generatoren wieder von neu machen. Hab den Schalter gedrückt und nichts passiert. Hast du es mal mit Ein- und Ausschalten versucht? Klar. Hier ganz schnell mal rushen, mein Gott. Ja, ich komme eigentlich jedes Mal. Checkt ihr das langsam? Es ist ein Loop. Ich bin jedes Mal da. Es ist Code. Hey! Hey! Wer bist du? Ich bin dran. Boah, diese Verbesserung, ne? Das ist doch echt geil. So, Batterie nehmen. Mein Gott, warum sind so viele da? Ja klar, durch die Tür glitschen, alles klar. So, jetzt gib mir die Batterie. Ja, wird wahrscheinlich nicht genug Energie haben, nicht schlimm. Hier einmal durch. Oh nee, bitte nicht, nicht du noch da. Gar keine Lust zu kämpfen gerade. Habe ich hier irgendwo eine. Achso, Moment, die Aufladestation war da ja, ne? Ich glaube, ich muss da gar nicht in den anderen Raum. Es war doch jetzt hier in den Zwischenraum. Ja. Reicht. Reicht, 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 reicht. Wie ihr seht, ich habe keine Geduld mehr. Ich weiß gar nicht, man muss man die Batterie mitnehmen, nee, ne? Ich glaube nicht. Und was war nochmal dieser Zahlencode? Da stand der mal hier, 051. Strom zum Komplex leiten. Das Problem ist, ja, wo war ich denn noch nicht? Mist. Ich habe in. Mist, welchen Ort,
Hat das mit Komplex gehabt? In Abda hatte ich das, ne? Machen wir mal Twisted Rock. Ich glaube, mir fehlt Twisted Rock und Karlsburg. Schnur für mich, Baby. Kann ich vielleicht jetzt auch so machen? Auf geht's, Karlsburg. Ah. Kann ich hier. Ich kann alle einmal aktivieren. Hätte ich das von Anfang an so machen sollen? Habe ich jetzt vielleicht alle dann so aktiviert? Naja, wir lassen mal Twisted Rock trotzdem. So, und jetzt zurück. Was soll das? Hallo? Hallo? Na so, 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 so. Ja, ja, bla, 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 bla. So, jetzt gucken wir mal, ob wir schon was noch dazwischen erledigen können, sonst überspringe ich das jetzt bis zum Abend, dass ich direkt zu Alexis gehen kann und teste das dann sofort. Aber ich möchte trotzdem keinen Unsinn machen. Es kann ja sein, dass ich jetzt einer dieser Codes noch irgendwie mittags und nachmittags erwische. Ja, die Station untersuchen. Direkt loslegen. Jetzt nochmal eine kurze Flirterei mit Juliana, wie immer. Was sich neckt, das liebt sich. Deren Liebe geht sogar über mehrere Loops. Schon seit 17 Jahren. Wie schlecht. Dieser Ort. Seltsam vertraut. Aber. Viel älter. Und ich. Ein Arschloch. Also bist du. Schluss jetzt. Das reicht. Und vier. War ein Fehler. Sie hätte nie nach Black Reef kommen dürfen. Ich muss die Station. Ja. Bin ich hier schon richtig? Ah, es geht doch hoch. Also manchmal es springt. Achso, hier kannst du ja. Magazin ist voll. Kam ich ja letztes schon nicht weiter, das brauche ich nicht. Was ich aber mal mir angucken möchte, ist das hier. Ohne Strom. Scheiße, die würde ich gerne noch mitnehmen. So, ist hier noch was? Boah, ich merke gerade, dass ich die Granaten in dem Spiel überhaupt nicht benutze. Boah, 3 Passwörter für Abdam. Hier wäre jetzt Passwort Nummer 2. Oh mein Gott. Wie komme ich denn da hin? Oh, 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 oh. Oh. Juliana ist auf der Jagd. Okay. Auch geil. Free Loot. Was doch wie all die anderen instabilen Reaktoren, die du entschärft hast. Oh, neue Entdeckung hinzugefügt.
Okay. Irgendwas mit diesen Reaktoren. Darf ich wieder zurück? Ist sie hier gestorben? Hä? Ist Juliana hier gestorben? Nein. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn da hin? Hier ist das, okay. Brauche ich nicht. Na, okay, hier ist die Station. Schon mal cool, warum zittert mein Charakter so? Was ist denn jetzt für ein Fehler? Ich ahne nichts Gutes, Blake. Vertraulich. Lila Blake. Juliana Blake. Nein! Komm schon! Nein! Hä, was denn? Scheiße, das war wehtun. Der Kracher? Fias Reaktor hat Twisted Rock vernichtet und dich gleich mit. Ich bin immer wieder aufs Neue verwirrt oder. Ich lasse es wirklich mal kommentarlos, ehrlich. Ich lasse es wirklich mal kommentarlos. Jetzt habe ich diesen Bunker gefunden, wo ich das zweite Passwort herbekomme. Aber dann ist Fias Reaktor hochgegangen, weil ich vorher irgendwie so einen Hinweis getriggert habe. Keine Ahnung, wie ich das jetzt verhindern konnte. Ich habe keine Ahnung gehabt, dass das Zittern meines Charakters damit zusammenhängt. Auch wieder eine Überraschung. Hat mich jetzt wieder Leben gekostet. Ich muss den Loop neu starten. Das Problem ist, ich kann auch nicht sofort zurück und mir das Passwort wieder schnappen, weil damit wieder ein neuer Tag begonnen hat. Statt Mittag war es wieder halt morgens. Da musste ich halt wieder zum Komplex gehen, um die Energie umzuleiten. Ja, ich bin deine Tochter. Das kann doch nicht wahr sein. Ein bisschen Frust ist da langsam. Das wusstest du doch. Oder hast es zumindest vermutet. Ich habe so viele Fragen. Wenn du wirklich antworten willst, findest du sie auch. Und dann reden wir. Aber eigentlich ist's egal. Ändert eh nichts. Ich werde also ein bisschen Frust ist langsam da. Jetzt versuche ich das wenigstens hier richtig zu machen. Ich habe jetzt die Mission neu gestartet. Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, muss ich jetzt einfach nur zum Anwesen.
jetzt hier oben oder? Ne, ich muss eine höher. Ich muss eine höher, oder? Ja. So. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd. Weil ich jetzt von hier nicht rein kann. Mist. Okay. Dann machen wir das jetzt anders. Ich muss jetzt eine Etage höher. Machen wir nicht hier so, sondern... Doch, müssen wir so machen. Den will ich eigentlich nicht umbringen, weil jedes Mal, wenn ich ihn umbringe, werde ich erwischt. Ich hoffe jetzt nicht mehr. Okay, es hat gepasst. Hat gepasst, eine Etage höher. Jetzt nicht erwischen lassen, ich muss gegenüber. Komm, die nehmen wir noch mit. So, ich hoffe, das klappt jetzt. Ich habe die Mission neu begonnen. Ich werde an dem DJ-Pult nichts ändern. Und wenn ich das richtig verstanden habe, die Zahlenreihenfolge ist halt immer unterschiedlich. Ich soll ins Bad zum DJ-Pult. Hier sieht man jetzt 2424. Ich gucke nochmal richtig. 2424. Okay, 2424 merken. Nicht hier lang, sondern genau so machen wir das jetzt. Ah, falsch, 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 beenden. So, hier hin. War jetzt hier. So, 2424. Und hier soll man das jetzt auch so einstellen. 2424. Hat geklappt. Jetzt hat man das getriggert und jetzt soll man hier in der Haupthalle warten. Und hier kommt er jetzt wohl. Er soll jetzt hier irgendwo kommen. Aber hier habe ich keinen perfekten Überblick über die Tanzfläche. Juliana ist auf der Jagd. Mein Gott, nervst du. Ich bleib mal hier. Und wo bist du jetzt? Er soll jetzt hier irgendwo gleich kommen. Oh, Juliana, du bist so unpassend, ne? Also noch unpassender kann man nicht kommen. Also ich habe schon alles richtig gemixt. Und wie gesagt, man soll jetzt hier so ein bisschen warten und dann kommt auch schon Alexis. Aber wann? Ja, Juliana ist da. Du bist doch einfach so scheiße, Juliana. Das ist so nervig jetzt wieder, ne? Ich schaff's diese Mission einfach nicht, ne? Ich schaff's einfach nicht. Jetzt steht mir tatsächlich Juliana am Weg. Es ist einfach unglaublich.
Wo seht ihr mich denn? Mein Gott. Ah, jetzt schon wieder einander. Alex hat geredet. Ja, habe ich wieder nicht geschafft. Ah, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Mein Gott, endlich. Mein Gott, bin ich sauer. Was für eine Kackmission, ey. Beinahe Ziel nicht geschafft. Oh mein Gott. Wäre ich dann sauer gewesen. Oh Scheiße! Hallo? Noch mehr Gegner oder was? Man kann ihn gar nicht überwinden. Ich brauche eine goldene Schrotflinte, ey. Ich spiele so gerne mit der Schrotflinte. Das ist so unglaublich. Oh, 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 ich sterbe. Ich sterbe. Da kommt einer. Was geht, Leute? Hallo? Immer noch einer. Mein, immer noch, Leute. Alter. Immer noch. Es hört nicht auf. Ja, weiß nicht, wo noch wir Renji mitnehmen. Ich bin kein Verräter. Warum bin ich ein Verräter? Ich will einfach nur töten. Hatte mal jemals meine Freunde, dass ich jetzt ein Verräter bin? Also ich glaube, so langsam hau ich mal ab. So langsam wird's nervig. Eigentlich wollte ich ja noch vielleicht Venge mitnehmen. Ist da jemand? Hallo? Ah. Oh Mann, was mache ich denn? Egal, ich nehme jetzt Venge, glaube ich, nicht mit, oder? Oder mache ich das? Ja, vielleicht doch, vielleicht können wir sie echt noch mitnehmen.
Die Sniper ist aber ein bisschen schwach, oder? Also ein Körpertreffer tötet die Gegner nicht? Das ist ein Scharfschützengewehr. Das muss eigentlich schon töten, wenn ich durchs Visier allein schon schaue. Wo bist du, Benji? Nicht gierig werden. Nicht gierig werden. Benji? Benji? Du Benji? Where are you now? Da! Die hätten wir auch noch mitgenommen. Ich glaube, ja, ich kann diese Folge so halb zufrieden abschließen. Das mit dem Passwort wurde ja voll verkackt, weil irgendwie der, dieser Reaktor von, wie heißt sie? Von bla bla bla, irgendwas mit F in die Luft gegangen ist. Mich da mitgenommen hat. Keine Ahnung, ich habe irgendwie diesen Reaktor-Missionsding einfach so random getriggert. Raff das immer noch nicht. Da hat es auf jeden Fall verkackt. Aber viel wichtiger ist, dass ich diese Alexis-Mission geschafft habe, die ich auch fast verkackt habe, weil Juliana zum unpassendsten Zeitpunkt gekommen ist. Aber mit Happy End, wir haben es geschafft. Und zumindest einen Story-Strang, glaube ich, beendet. Ich kann ja nochmal gucken. Ja, jetzt habe ich hier auch ein Häkchen. Also theoretisch ist es wirklich nur noch das. Und wenn ich das auch habe, dann kann ich alle Visionäre in einem Lauf töten. Und dann sind wir auch mit Death durch. Hört sich einfacher an, als vielleicht am Ende dann tatsächlich ist. Aber so mein Plan auf jeden Fall. Ich geh jetzt einfach nur noch weg. Leute, okay, ja. Es zieht sich alles ein bisschen, weil man diese absoluten Fails die ganze Zeit hat, die ich jetzt auch einfach habe. Wie gesagt, mit dem Reaktor einfach explodiert, hat mich mitgenommen, ein neuer Tag hat gestartet. Ich habe jetzt einfach übersprungen bis zum Abend und konnte jetzt aber diese Alexis-Mission endlich fertigstellen. Oh mein Gott, Leute. Ich bin so happy, ich bin so happy. So. Einiges gesammelt. Wir haben einen neuen Tag starten. Dann möchte ich aber natürlich die Tafelverbesserung mitnehmen. Waffensiegel. Persönliche Siegel. Markieren. Alles einmal löschen. Ich mache das jetzt auch mal anders. Viele persönliche Siegel habe ich. Einiges. Ich lösche mal alle Waffenmods, warum auch immer. Einfach, ich möchte mal was testen. Sind ja nicht allzu viele gewesen. Warum konnte ich die eben nicht opfern? Alle? Okay. Also, meine persönlichen Siegel, die lasse ich jetzt mal anreichern. Werden eh nicht alle sein können, aber egal, immerhin. Waffen brauche ich auch nicht. Neuen Tag starten. Und beim nächsten Mal mache ich das andersrum. Da zerlege ich alle persönlichen Siegel und nehme mal ein paar Waffensiegel mit. Okay, neuer Tag. Leute, guck mal. Das sieht doch geil aus. Progress, Leute. Das sieht geil aus. Häkchen, 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 Häkchen. Ganz wichtig, Alexis, Häkchen. Ganz, ganz wichtig, Häkchen. Ich habe hier nur noch diesen Story-Pfad. Das werden wir dann in der nächsten Folge angehen. Hoffentlich schaffen wir das dann auch, dass wir da auch ein Häkchen setzen können. Ich werde nämlich dann auch sonst die Tageszeiten überspringen. Und wenn wir das dann auch fertig haben, heißt das für uns eigentlich, dass wir dann in einem Lauf alle Visionäre töten können und den Loop durchbrechen. Ich bin gespannt, wie das Endgame aussieht oder das Ende an sich. Da wird bestimmt irgendwann auch so ein Plot-Twist kommen oder sonst was. Ich bin echt gespannt. Ich freue mich. Aber gut, so ein bisschen Erfolg gehabt mit Alexis. Das war mir viel wichtiger als das mit dem Passwort. Und das schauen wir uns dann einfach beim nächsten Mal an. Ich weiß, dass wir hier noch eine Seite haben. Das gleiche mit dem wie mit den Visionären, nur halt mit den Arsenal-Geschichten, dass wir hier nochmal Waffen freischalten. Hier versteckt dann auch wahrscheinlich irgendwo die Schrotflinte. Ich sehe ja hier schon die Waffe. Also nicht die Schrotflinte, aber dass man hier verschiedene Waffen freischalten kann.
Aber das machen wir jetzt erstmal nicht. Ich will tatsächlich jetzt erstmal die Story durchspielen. Ja, Leute. Geil. Ein bisschen Progress noch gemacht. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, um mich zu supporten. Aktiviert die Glocke, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin's, euer Face. Ciao.